Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Football Tactics. Und wir spielen gegen unseren bitteren Konkurrenten SV Potsdam. Bin ich jetzt mal gespannt. Ganz schöne Trikots, muss ich jetzt mal neidlos anerkennen. Mhm. Bleibst du da stehen? Dann werde ich nämlich dich pressen. Und dann dir den Ball wegnehmen. Oder auch nicht. Oder auch doch. Juhu. Fürstner, na? Ey, Fürstner. Schaffst du das, den Ball gegen deine ganzen Wir probieren es trotzdem. Was ist denn das? Marder. Ist ja hier der absolute Crasher. Da kommt er. Wir haben keine Chance gegen Marder. Nicht die geringste. Auf der anderen Seite kann vielleicht... Sehr schön. Ha! Marder! Stießt er. Mit einem Talent. Der hat wenig. Die haben alle wenig. Dann... Der Marder kommt bestimmt da nicht hin. Und dann Kontrolle erlangen. So, wollen wir schon... Oh, Köhler! Warum? Da steht Marder ziemlich gut. Nee, doch nicht so gut. Fürstner hat's gerettet. Gott sei Dank. Oh, nee, 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 nee! Idioten. Gut, dass wir... Gut, dass wir Bunker kommen, ne? Oh, pass. Okay. So, Quiring. Probieren wir mal Quiring, den Ball unter Kontrolle. Danke. Danke. Immerhin hat hier einer ein bisschen Mut zur Wahrheit. Oh, der geht eins zurück. Das heißt, Brandy hat alles in der Hand. Ja, warum nicht? Warum nicht? Zack. Geh noch eins vor. Und dann Schuss. Schade. Naja. Immerhin ein Schuss. So, da kommen sie, die Bärdichen. Jede Menge Bärte hier hinten. Mhm. Jo. Jetzt mal ganz ehrlich. Kommen wir da ran? Er kommt ran, allerdings ziemlich spät. Aber was soll's. Sprint mal hier rüber. Dann sprint mal hier rüber. Und dann nehmen wir das ganze Ding unter Kontrolle. Und hoffe, du behältst es unter Kontrolle. Mhm. Sehr schön. Quiring, du bist mein Mann. Ja, jetzt ist die Frage. Liebe Wut, oder? Liebe Wut. Und der geht hier durch. Wut ist... Doch, Wut ist die bessere Wahl. So, Wut. Und jetzt kommst drauf an. Du bist hier volle Kanne. Ah, fett! Wut! Das war deine Chance. Das war jetzt echt deine Chance. Jetzt hätten wir es ihnen zeigen können. Diesen elendigen Verein. Was machst du denn eigentlich Fürsten hier hinten? So, Fürsten. Aber wir haben es ja mit Marder zu tun. Das ist schlecht. Wartet mal. Wir probieren es. Ich probiere es jetzt. Warum nicht, ne? Warum nicht? Wir hatten hier die beste Kontrollwerte. Bobby. Ja, ich meine, also mit Marder will ich mich hier nicht anlegen. Ja, du hättest beinahe, ne? Aber wir haben da kein Glück. Ah, jetzt ist... Oh, nee, nee. Ah, schade. 0-0. Mist. So, wie sieht's aus? Ah, wir hätten Quiring. Aber Quiring ist gut. wir entlasten ihn trotzdem, nicht, dass er noch irgendwas passiert, ne? Wir entlasten Quiring. Nicht gerne. Nicht gerne. Ich sag's, wie es ist. Nicht gerne.
So, Jungs. Versucht nochmal euer Glück über Brandy. So, Brandy probieren. Und dann probier nochmal einen Schuss. Keine Chance, ne? Dann doch über Wut, ne? Wut ist vielleicht die bessere Alternative, aber die stehen aber... Oh, wohl, ne? Die stehen da hinten nicht so schlecht. Wenn ich jetzt mit dem hier hingehe und dann presse. Ne, das ist das Einzige, was ich machen kann. Wollen wir mal schauen, was er dazu sagt. Jo, sieht gut aus, aber der bekommt ihn. Hannawald. Hannawald weiß nicht, ein Skispringer. Oh, was macht er denn jetzt? Gehst aber weit weg. Jetzt mit Taube in Aktion. Die Taubenuss. Der hat aber wenig Kontrolle. Dann nehmen wir lieber den hier. Trimmel. Deine Chance. Schön. Dann bring das Leder mal ohne Kontrolle. Denn, wer war das? Marder? Ja, das war mir klar. Wenn nichts mehr geht, dann... Wir haben schon einen Verletzten hier. Pass ist gut. So, jetzt mal wirklich auf Bobby. Und Bobby schießt jetzt einfach. Mega. Ach, Bobby! Wir bräuchten ein Tor. Wer ist denn das hier? Hat er einen Verteidigungswert? Oh, 21. Ja, die sind schon gut. Da kommt man nicht so einfach durch. Na, immerhin hat... Seht ihr, ich hab doch gesagt, ich habe Trimmel hier weg. Und Bogatetz ist, glaube ich, die bessere Wahl. Moment mal, passt in den freien Raum. Das gefällt mir beinahe noch besser. So, dann... Wir haben immer noch alle Punkte? Ach, 21... Wow. So, was da, Bobby. So, geh mal hier rüber, Bobby. Und probier mal dein Glück. Ja! Ja! Bobby! Unser Starspieler, Bobby Wood. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Da kommen sie jetzt nämlich mit Hannawald auf Marder. Nee, nee. Oh, Trimmel. Trimmel ist hier an der richtigen Position. Ah, Trimmel ist hier an der richtigen Position. Sehr schön. Man muss einfach nur ab und zu mal die Position wechseln. So, Fürste, wir machen keine Experimente, sondern Wood. Und Wood schießt jetzt durch zwei Mann durch und trifft. Oh, schaut mal hin. Obwohl, hier sind noch zwei. Nee, dann lieber... Eigentlich dann lieber mal hier rüber, auf Brandy. Eventuell, ne? Marder, ne? Ja, Marder ist gut. Kann ich echt nichts anderes sagen. Achso, dann Trimmel. Geh mal wieder auf deine angestammte Position. Sehr schön. Ich glaube zwar nicht, dass du ihn hältst, aber man weiß manchmal nie. Warte, achso, ich kann. Sehr schön. Na dann. Obwohl, vielleicht mal zu Taube. Aber kommt Taube hier vorbei, die Taubenuss? Verteidigung 33. Ah. Traue ich mich nicht. Oh, gerade so. So, wenn du jetzt mal denn darüber passt, mein Freund. 15, 13. Oh, der da hier, ne? Ach, warum nicht? Obwohl, ne? Wenn der ein bisschen hier unaufmerksam ist, wäre er vielleicht sogar durchgekommen. War denn das? Aber Marder hat ihn. Aber ich glaube, kann ihn nicht mehr unter Kontrolle bringen. Och, kommt! Bitte euch! Look at that. Oh oh. Puh, ich habe schon gedacht, der schießt noch eins. Marder war der gefährlichste hier. Den hätten wir fallen sollen. Jo, sieht gut aus. Oh, immerhin, ne? Schaut mal. Ne? Er war halt kein Heimsieg, ne? Aber ein Sieg ist ein Sieg. Ich sag nix. Fürstner, hey!
Fürstner ist unser Mann. Ein kleines, suffisantes Lächeln. Trimmel! Jetzt haben wir das doch verändert hier, oder? Ich habe da noch nie den hier so eingeblendet gesehen. Hatten die überhaupt, die hatten noch keine Gesichter, oder? Ist das neu, dass die Gesichter haben? Ich habe noch nie ein Gesicht gesehen. Trimmel und Punkig. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. So, wahrscheinlich Buncic. Buncic oder sowas. Roberto Buncic. So ähnlich, ne? Zwei haben wir. Das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Und wir stehen auf. Oh, haben wir uns vorkatapultiert, ne? Mit einem Spiel total vorkatapultiert. Wow. Nicht schlecht. Wartet mal. Regensburg hat verloren. Schaut an. Wer hätte es gedacht? Ja, Wuppertal. Die haben keine Chance mehr. Sind letzter Platz. Ich glaube, die steigen ab. Gegen Han... Oh no! Gegen den vierten Platz. Ich hätte gern mal eins daheim gewonnen, aber kannst du vergessen. Oh, Thiel ist wieder da. Den sollten wir wieder in die Reihen holen. Einer der hat eine neue Fähigkeit. Quana. Okay. So, was haben wir denn hier? Verteidigung 26. Wow. 49. Ja, 45. 49 der Tormann. Whoopsadai. Sag ich denn? Oh, die haben jede Menge. Ne, da müssen wir vielleicht mal im Mittelfeld ein bisschen nachlegen. Thiel ist ja wieder da, ne? Dann machen wir es trotzdem. Na, dann, nee. Dann kommt Quarner wieder raus. Dafür kommt. Nee. Daube eigentlich nicht. Die Daubenuss eigentlich nicht. Wen haben wir denn? Quint, ne? Quint kommt wieder raus. Nehmen wir mal hier für Taube ihn. Und Bobby geht ganz nach außen und du versuchst mal hier so, ne? Ich glaube, wir müssen von außen... Ach so, wartet mal, von welcher Seite müssen wir denn rein? Wollen wir kurz schauen. Von links. Wir müssen von links rein. Passt. Ich sag mal so, passt. Ja, hier lassen wir das, lassen wir mal so. Mir gefällt die Verteidigung. Ach so, halt. Thiel ist noch nicht wieder vollständig auf dem Posten. Dann werde ich trotzdem mal Taube hier. Und wenn Not an Mann ist, dann, na, dann Thiel. Ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wir schauen nochmal das Training an. Der muss auf alle Fälle weiter Verteidigung. Hier würde ich sagen, bei den Verteidigern... Den hier auf Kontrolle, Trimmel. Und die anderen würde ich alle Verteidigung setzen. Erstmal. Hier noch. Okay. Dann, sag mal, hat man nicht irgendwie für Quarner hier, ne? Einen Kanonenschuss. Batsch. Lernen. Schön. Und... Jetzt müssen wir mal hier schauen. Jetzt im Mittelfeld... Ja, Daube braucht Verteidigung und Kontrolle. Braucht eigentlich alles, ne? Was hast du denn jetzt? Verteidigung? Ja, lass mal. Lass mal. Das ist gut. Aber irgendwie... Er will nicht, ne? Der will in der Verteidigung nicht drauf. Warum? Warum? Müssen wir nicht... Ne, Mittelfeld, da haben wir noch keinen eingestellt, ne? Brauchen wir noch ein paar Punkte hier. Oh, jetzt geht's wieder ein bisschen rauf. Ansonsten würde ich die gern... Wo sind denn die so schlecht eigentlich? Was macht denn die ganze Zeit eigentlich? Kontrolle, ne? Ja, ist gar nicht so schlecht. Allerdings, zum Beispiel Quiring, bräuchten wir vielleicht noch ein bisschen zur Verteidigung.
Aber Mittelfeldverteidigung, eigentlich Offensive. Pässe müssten besser werden, damit sie auch mal so einen gelupften Pass spielen. Ne? Ja, nicht so schlecht. Die machen auf alle Fälle Genauigkeit. Im Pässen ist Bobby. Bobby ist total schlecht im Bett. Der muss einfach vorne stehen und das Tor machen. Mehr geht nicht bei ihm. Ne? Gute Kontrolle hat er. Vielleicht soll man mit Brandy trotzdem ein bisschen noch Kontrolle geben, ne? So, hier macht er sowieso Verteidigung. Die zwei würde ich gerne in Grummel in Control. Grummel macht Control, ja, Verteidigung. Kontrolle Thiel. Ja, der bräuchte alles eigentlich. Ne, mach mal. Ja doch, mach Kontrolle. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Thiel ist gar nicht so gut, ne? Hat er jetzt durch seine Verletzung? War der schon immer so schlecht? Kann sein, durch die Verletzung, ne? Blöd gelaufen. Und Kwaner? Genial. Okay, gut. Was sind mir die Verträge? Brauchen wir erstmal nichts, oder? Ein Jahr Dauber, okay. Wir hätten ein bisschen Geld anzubieten. Obwohl, ich glaube... Was verkaufen? Nee. Nee, nee. Nee, wir verkaufen dich nicht. Nö, 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 nö. So, wir spielen gegen Hansa Rostock. Bäh, bäh. Bäh. So, wir spielen daheim, ne? Auch schaut mal unser Stadion an. Obwohl, voll ausverkauft, ne? So, Bobby. Your turn. Danke. Geht schon gut los. Köhler, kannst du den Ball eventuell abnehmen? Das wäre herzallerliebst. Es geht schon total gut. Oh. Gott. Aber... Ach, was soll das sein? Der schießt, ne? Ne, er schießt noch nicht. Jetzt schießt. Oh, Trimmel. Danke, Trimmel. Danke, 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 danke. So. Wir spielen... Nö. Nö. Ja. Ist gefährlich, ich weiß. Aber das schafft unser Parenzen. Oh, schaut mal. Wenn der den Ball abnimmt, wäre es gefährlich. Oh, das ist ja fast im... Das ist ja... Wow. Die sind ja rabiat. Die Hanseaten. Die sind ja total rabiat. Nee. Gelupft will ich eigentlich nicht. Ja. Ja, wir probieren es nochmal. Ich weiß, es hat schon mal nicht geklappt, aber es wird auch mal klappen. Ja, oh, was wert? Was wert? Er müsste eigentlich noch eins nach vorne, aber er hat keinerlei Bewegungspunkte. Und ich weiß nicht, was... Achso, Kontrolle, doch. Hätten wir machen können. Das könnten wir sogar in Erwägung ziehen. Pressing. Und... Ah, super. Komm. Hau ihn in die Beine rein. Hau ihn rein. Oh, oh. Was stehst denn du hier? Gott sei Dank. Ah, Ecke. Haas. Hestner genommen. Hättest du ihn genommen. Ja, denn... Hier. Hm. Ja, ja. Du sollst hier. So. Dann hier. Okay. Dann machen wir mal noch Trimmel hier. Gefällt mir ein bisschen.
Oh, Trimmel! Bist du des Wahnsinns? Wow, 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 wow. Gefährliche Durstszenen hier. Ne? Nee, dann machen wir hier einen ganz lupferigen, luschigen Pass. So. Lieder unter Kontrolle. 31. Minute. Fürstner hat den Ball. Bleibt am Ball. Und? Wenn der den jetzt hier... Oh, das wäre... Das wäre sogar besser für Brandy. Das ist alles voll. So, pass auf, Brandy. Du gehst jetzt hier hin. Und dann schießt er, mein Freund. Einen Kanonenschuss. Auf alle Fälle. Brandy! Brandy! Selbst wenn wir verlieren, bin ich auf dich stolz. Von den Rängen. Totaler Beifall. Ah, sehr schön, Bukadetz. Sehr schön. Mir egal, dass du den jetzt hier hingespielt hast. Sehr schön. So, dann kriegst du den zu Fürstner hin? Natürlich den nicht. Ist mir klar, aber nicht so schlimm. Ihr kriegt den überhaupt nicht hin. Vielleicht mal zu Trimmel. Trimmel, hältst du den Ball dort? Obwohl, wir sind eigentlich ganz gut da hinten. Da, nur mit solchen Dingen können die uns aufhalten. Ansonsten haben sie nämlich keine Chance. So, ich hab's gesagt. Pass. Am liebsten würde ich wieder auf Brandy. Ich habe irgendwie Vertrauen gefasst zu Brandy hier. Warte mal, Brandy. Weißt du, was du machst? Du kontrollierst. Ach so, du hättest schießen sollen. Ich habe nicht drauf geschaut. Du hättest schießen sollen. Okay. Brandy, das war eine stolze Leistung. Eine wirklich stolze Leistung. Wir lassen es mal so. Wir müssen aber aufpassen. Na? Wir lassen mal die drin. Und gehen in die zweite Halbzeit. So, der Gegner tritt an. Ja, natürlich. Auf ihn. Dann geht er natürlich nach außen. Das machen wir auch immer. Und dann ist hier super Bukadetz. Auch wenn er den Ball nicht halten kann, interessiert es uns eigentlich recht wenig. Sag mal, kannst du den jetzt hier hin... Oh, halt, du kannst sogar in den freien Raum passen. Ach komm, probier. Ah, schade. Ja, es war ein Versuch. Es wäre einfach zu schön gewesen. Sehr schönes Dribbling, Trimmel. Vielleicht kriegst du den sogar dann dahin. Zu ihm. Er geht darüber. Und dann Tor. Das ist... gelupft. Komm. Verdammt. Kannst vergessen. Quiring. Ja, da müssen wir Quiring nehmen. Leider. Ich sag's nicht gern. Ja, mit den Pässen, ne, da müssen sie eigentlich noch ein bisschen trainieren. Oh nö. Ach kommt. Ach, ich bitte euch. Ein Mittelfeldspieler hat unsere Ambition. Nur wegen meinem Fehler hier. Nur wegen dem blöden gelupften Ball. Wir probieren es nochmal auf Brandy. Mist. Schade. Der viele, der... Oh, wir hätten auf Sicherheit... Die können... Wir müssen... Hier hätten wir echt auf Sicherheit spielen müssen.
wirklich unwahrhaftig auf Sicherheit. Mist. Das ist natürlich bitter, ne? Echt bitter. Moment. Pressing. Kriegst du den? Noch nicht beim Entferntesten. Sehr schön. Dauber. Bin beeindruckt. Bin mehr als beeindruckt. Achso, ich darf nicht. Das schaffst du natürlich nicht. Das ist mir klar. Aber ich bin trotzdem mehr als beeindruckt. So, vielleicht kriegt man ihn ja. Nee. Du. Nee. Pressing. So. Und du bekommst den, ne? Nett. Und du musst den jetzt halten. Das ist eine spannende Sache da hier im Mittelfeld. Mal schauen. Sehr schön. Das ist im Quering, ne? Quering, der kleine Ballkünstler hier im Mittelfeld. Aber wieder gegen ihn. Obwohl der hat überhaupt keine Kontrolle, aber was soll's, ne? Und dann machen wir wieder genau das, denselben Quatsch, den wir schon mal gemacht haben. Und das können wir den ganzen Tag machen. So, pass auf, was machen wir wieder? Aber jetzt wird er wahrscheinlich ihn gleich beim ersten Mal abnehmen. Nein? Ja, ne? War mir klar. War mir so klar. Der ist gut, ne? Aber wir haben Bockert jetzt. Warte mal, wir müssen mal schauen. Ich glaube, wir müssen Quering auswechseln. Müssen wir noch jemanden auswechseln? Nee. Moment, Pass in freien Raum. Das kriegt man nicht hin. Schade. Hier. Ja, was soll's. Was soll's, ne? Boah, darüber. Ah, Gelüpfte. Nee, Gelüpfte nicht. Eigentlich schon. Ach. Es sieht immer so gut aus, ne? Und dann springen sie dazwischen. Alten Hupftanten hier. Mist. Was denn jetzt? Eigentlich. Ach komm. No. Wer ist jetzt verletzt? Hast du das geschafft? Westen, hast du es geschafft? Nein! Oh. Ah, das hätten wir. Wir hätten. Wir haben es wieder nicht geschafft. Wieder kein Heimsieg. Ihr seht mich nur meinen Kopf schütteln. Ihr seht mich echt nur meinen Kopf schütteln. Es wäre so gut gewesen. Ne? Ach, schaut hin, was uns da für Kohle entgeht. Wie sieht es denn in der Tabelle aus? Sind wir noch ein kleines... Ja, Waldhof Mannheim, das wäre noch... Naja gut, aber schaut mal hin. Gleichstand. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, sind wir wieder in den Abstiegsrängen. Wollen wir mal schauen, gegen wen wir als nächstes spielen. Wow. Wieso? Moment mal. Hallesche? Wo? Hä? Was ist denn das? Das ist doch ganz was anderes. Das ist doch Pokal oder was? Ach so. Ja, Pokal. 16. Finale. Okay. Pokal. Na gut. Pokal ist gut. Dann mache ich schon mal mich bereit. Obwohl, schaut mal hin, wenn ich die Verteidigung sehe, dann sehe ich, dass ich nicht durchkomme. Ja, sieht recht. Wir lassen mal die Constellation. Wir lassen mal unsere Constellation hier, wenn ich das so sehe. Wo ist denn ihr schwächster Mann? Es gibt keinen schwächsten Mann.
Allerdings dann eher auf ja, der linken Seite. Ne? Also passt eigentlich wieder. Ne? Ja, es ist schwierig. Wir lassen es mal, wie es ist. Und sehen dann uns das nächste Mal. Ciao, ciao.